Wort hat der Abgeordnete René Rock, FDP-Fraktion, Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Aktuelle Stunde, Krippengipfel hätte ich jetzt fast gesagt. Nee, das war es ja gar nicht. Das war ja das, was die Grünen immer gefordert haben, aber was wir eigentlich ja gar nicht in unserem Treffen in der Staatskanzlei und der Führung des Sozialministers durchgeführt haben. Ich muss sagen, es ist deutlich konstruktiver gewesen, wie ich mir das erwartet habe. Es hat mich sehr gewundert und das ist ganz klar zu hinterlegen. Wir haben vielleicht kritische Äußerungen zum Kinderförderungsgesetz, wenn es 20 Minuten waren, die wir von den 6 Stunden über das Thema uns ausgetauscht haben. Und auch da war es nicht so, dass da apodiktisch gesagt worden ist, und das ist alles schlecht, sondern hier haben wir Befürchtungen und wo auch auf die Befürchtungen eingegangen worden ist. Wenn man sich diesen Tsunami an Äußerungen sich noch erinnern kann vor der letzten Wahl, was dort vorgetragen worden ist, ist das schon überraschend gewesen für mich. Das bleibt die Überraschung über diese Äußerung, über diese Intensität oder nicht vorhandene Intensität, wie über dieses Thema gesprochen worden ist. Und Herr Bocklet, das müssen Sie sich schon anhören, wenn man die Reden, die wir von Ihnen gehört haben, zu dem Thema Kinderförderungsgesetz sich in Erinnerung ruft, wenn man das nochmal nachliest, was Sie an diesem Pult erzählt haben, was alles mit diesem Gesetz geschehen müsste und was da alles falsch und unerträglich wäre, wenn Sie heute eine solche inhaltsleere Rede hier 5 Minuten halten und glauben, dass die Fachpolitiker und die interessierte Öffentlichkeit das nicht erkennt, dass Sie einen Purzelbaum geschlagen haben, dass jeder, der Sie ernst genommen hat, nur noch sagen kann, Wortbruch der Grünen an diesem Thema. Das ist schon ein starkes Stück. Aber es freut mich ja, dass jetzt das Kinderförderungsgesetz auf eine breitere politische Basis gestellt worden ist und dass es in seinem Kern definitiv auch hier umgesetzt werden wird. Und von daher hat es doch zumindest einen positiven Aspekt, was Sie heute hier vorgetragen haben. Und ich möchte Sie auch noch mal daran erinnern, wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, es ist nicht so dramatisch geworden, wie wir es allen gesagt haben und wie wir es geglaubt haben, dann können Sie auch sagen, wenn Sie die Größe hätten, Herr Bocklet, ich habe mich geirrt und es ist nicht so eingetreten, wie ich es hier 3, 2, 1 Jahr lang ununterbrochen behauptet habe. So viel Größe kann man doch mal haben. Und Herr Bocklet, das ist ja nicht der einzige Punkt, wo Sie sich getäuscht haben. Wenn ich mich an die Betreuungsquoten erinnere, im U3-Bereich, wenn ich mich an die Fachkraftentwicklung erinnere, überall haben Sie in Hessen den Teufel an die Wand gemalt und haben das Ende der Welt auf sich zukommen sehen. Und all das ist heute in Ihrer Rede, wenn Sie zu diesem Thema ausführen, keine Silbe wert. Also von daher ein bisschen Selbstreflexion wäre vielleicht bei dem Thema gut, würde Ihre persönliche Glaubwürdigkeit in dem Haus, glaube ich, deutlich steigern. Aber nochmal zurückkommend auf den Gipfel, den wir in der Staatskanzlei durchgeführt haben. Ich fand es interessant und ich glaube, wir haben uns auch intensiv eingebracht zu den einzelnen Themen. Aber es waren eigentlich keine neuen Themen, sondern es waren alles Themen, die wir schon auf den Weg gebracht haben. Und es waren alles Themen, über die wir schon lange diskutiert haben. Und es war auch gut, dass wir das nochmal vertieft haben. Aber, und das sage ich ganz klar, wenn man sich hier hinstellt, und Herr Dr. Bartel, da möchte ich auch Sie nochmal persönlich ansprechen, wenn man über die frühkindliche Bildung hier redet und sagt, dass sie einem wichtig ist und noch kein klares Bekenntnis dazu abgegeben hat, dass ein Projekt, die qualifizierte Schulvorbereitung, das wir 2 Jahre intensiv vorangetrieben haben, das unglaublich positiv in der Fläche angenommen worden ist, dass man da noch kein Bekenntnis dazu abgibt, dass das weiter fortgeführt wird und in der Fläche ausgedehnt wird, dann würde ich mir doch ein bisschen mehr Substanz in der Debatte wünschen und vielleicht ergänzt das der Minister nochmal, dass wir hier klares Bekenntnis zu dem geben, was wir vor 2 Jahren angestoßen haben, was eine zentrale Aufgabe ist, dass wir das fortführen. Das erwarte ich auch und das wünsche ich mir, weil ohne die Substanz, ohne klares Bekenntnis bleibt das alles Schall und Rauch. Das war ein nettes Treffen, aber es ist ohne Folgen und von daher sind Sie selbst, Sie, Herr Minister, die Sie tragenden Fraktionen, Sie selbst sind dafür verantwortlich, ob man sagen wird, dieser Gipfel war ein Erfolg oder nicht. Lassen Sie Taten folgen, dann ist es ein Erfolg. Lassen Sie keine Taten folgen, dann war es eine schlimme Zeitverschwendung.
Und wir werden ja bald schon eine Haushaltsdebatte führen und dann werden wir sehen, ob Sie die Bedenken und die Anregungen ernst nehmen und ob Sie auch weiter hier einen Investitionsschwerpunkt dieser Landesregierung sehen, dass auch hier immer wieder investiert wird in die frühkindliche Bildung. Das werden wir genau beobachten. Und von daher, Sie sind der eigene Richter in dieser Frage, indem Sie selbst Ihren Worten Taten folgen. Und am Ende richten Sie sich selbst mit dem, was Sie jetzt hier vortragen, Sie richten sich selbst, indem Sie sagen, wo Sie die Schwerpunkte setzen werden. Ich habe Hoffnung, dass das vernünftig ausgeht, aber am Ende entscheiden Sie selbst darüber. Vielen Dank.